Das 200-Abo-Special. Oh Gott. Oh mein Gott, das ist ein bisschen laut, kann das sein? Ich mach das mal ein bisschen leiser. Ich kann jetzt nicht einschätzen, wie es bei euch war. Ich habe aber übrigens mal vor, sowas nochmal zu machen. Aber halt dann auf jeden Fall in deutlich cooler, sag ich mal. Also auch ein aufwendiger. Das war halt, mein Gott, das war 2 Monate, nachdem ich mit YouTube angefangen habe oder so. Oder wann habe ich das hochgeladen? Ja, 3 Monate. 3 Monate, nachdem ich mit YouTube angefangen habe. Das war so zwischen der Zeit von Abi und Ausbildung. Da hatte ich halt sehr viel Zeit, weil ich nichts zu tun hatte. Und da habe ich einfach einen Kumpel angerufen, mit dem ich Abi gemacht habe, der eine Kamerade, und dann haben wir das mal gemacht. Es entstand halt alles innerhalb von 2, 3 Stunden. Aber trotzdem, für ein 200-Abo-Special bin ich immer noch sehr, sehr zufrieden. 5K und jetzt kommt bald 10K. Kommt mir vor, als ob du das vor kurzem hochgeladen hast. Wie gesagt, aktuell wächst der Kanal nicht so krass. Ich glaube, die 10K kommen gar nicht so schnell. Aber mit dem Video bin ich trotzdem sehr zufrieden, auch wenn es sehr amateurhaft aufgenommen wurde. Ich mag's. Na, so richtig schön Slow-Mo, schwarz-weiß, deeper Beat. Und wir filmen einfach irgendwelche Bienenkästen. Aber ich mag's. Yo, Stachels, was geht? Es ist endlich gekommen. Ich hab's jetzt mit dem ganzen Abgeschlossen so hinbekommen. Das 200-Abonnenten-Special. Ich hab's endlich gemacht. Und ich hab's letztes Mal gemacht. Ja, da der Wind, ne? Aus meiner Stadt zeigt. Und hab jetzt zum Glück noch eine coole Realisierung, denn eine coole Kamera. Der kann ja mal eine Hochkamera halten. Und finde ich cool, dass man's macht. Ja, und ich zeig euch einfach mal ein paar Sachen, die hier in der Stadt wichtig sind. Und hier hinter mir mache ich jetzt das Gymnasium. Ah ja, leider. Man kriegt einfach gar nichts. Ich skippe das mal vor. Da erzähle ich noch ein bisschen was. Das ist noch nicht so spannend. Hier gehen wir dann hinter meine Schule. Ja, heute kann sowas nicht mehr passieren. Da hat man so einen Windfilter. Dann passiert sowas nicht mehr. Man lernt mit der Zeit, ne? Man lernt mit der Zeit. Da sieht man es in der Spiegelung. Da sieht man es in der Spiegelung. Man sieht beim Mauszeiger genau da. Der in dem weißen T-Shirt war mein Kumpel und ich hatte diesen Camouflage-Pulli an. Und da haben wir richtig coole Slow-Mo-Szenen gedreht. Da hat jemand sein Fahrrad vergessen. Nee, das ist der. Du meinst hier. Warte. Hier. Das ist der Platz, wo die Lehrer ihre Fahrräder abstellen. Ne? Da dürfen die Schüler gar nicht abstellen. So ein Lehrer hat sich vielleicht wahrscheinlich mit dem Auto heimgedüst, keine Ahnung. Sieht jetzt hier, wir befinden uns jetzt hier so ein bisschen im Grün. Da haben wir vor allem Wieder viel zu in leise. unteren Klassen, so 5 bis 7, haben wir hier sehr viel Zeit verbracht. Ja, wir haben total viel Fangus gespielt und Blätter gesammelt und im Winter haben wir Blätter gesammelt? Wir haben total viel Fangen gespielt. Und Blätter gesammelt. Yo, Jungs, es ist Pause. Lass uns Blätter sammeln. haben wir vielleicht einmal gemacht oder so. Was ist das für ein Video? Das ist mein 200-Abo-Special. Ich zock gleich weiter Fortnite. Weil Panda Play sagt, ende den Titel. Ich zock gleich weiter. Ich habe nur eine kurze Pause gemacht. Wenn du kurz rüber schwenken willst. Es ist hier so ein bisschen so hügelig. Und ja, wir hatten einfach enorm viel Spaß hier. Es ist wirklich eine schöne Schule, muss man sagen. Haben wir gerade ein bisschen geredet. Das ist jetzt nicht irgendwie ein altes Kloster oder eine Schule, die schon, was weiß ich, wie viele 100 Jahre alt ist. Das ist wirklich was ziemlich Modernes. Und ich habe jetzt ein, zwei andere Schulen gesehen und da muss man schon sagen, bin ich sehr zufrieden mit unserem Schulgebäude. Sorry wegen den Windgeräuschen, das ist alles noch ein bisschen unprofessionell, macht ja nichts. Geht ja einfach nur darum, dass ihr so ein bisschen kennenlernt, wo ich so, ja, ich sag mal, lebe. Aber Leute, schon damals habe ich Schuhe getragen, die schon beinahe in Ultraboost grenzen. Also schon damals habe ich gewusst, wie das Schuhgame funktioniert. Ja, also meine Schulzeit war cool. Ich denke mal, da werden bestimmt noch, wenn ich irgendwann ein paar Parts drüber reden, so Schulgeschichten kommen immer wieder auf. Aber ich glaube, jetzt hat mir so ein Einblick bekommen, wie die Schule jetzt aufgebaut ist. Rein können wir leider nicht, das ist am Wochenende. Vielleicht kann ich irgendwann mal während der Schulzeit mal irgendwie nachmittags oder so rein, wenn nichts mehr los ist. Nein, man darf da Das ist nicht dann rein. was Eigenes. Gut, und dann sagen wir uns dann gleich woanders. Oh, jetzt kommt noch tieferer Beat.
Das ist übrigens, das hier ist übrigens so der Schulgarten von der Hauptschule, ne? Also wir waren da eigentlich nie, wir haben das nur so, einfach nur für diese Zwischensequenzen aufgenommen. Man merkt den Einfluss von Pete's Meat, insbesondere Hardy. Inwiefern meinst du, Döner? Inwiefern meinst du? Ah ja, ich sitze am Teich und gucke tief in mein Handy. Ja, wir können Feinstaub sniffen, Kai. Da wieder in der Spiegelung im Autospiegel sieht man meinen Kumpel. Ein bisschen traurig werde ich schon. So, wir sind jetzt am Baggersee im Ich Nebenort. stehe einfach vor einem random Busch. Gebracht, wo man jetzt schon ein bisschen älter war. Das heißt, so die letzten 2, 3 Jahre, wenn die Eltern einen halt losgeschickt haben, ohne Bedenken, dass man irgendwelche Scheiße baut. Vor allem jetzt dann, wo man selber Auto fahren kann, habe ich hier viel Zeit mit Kumpels verbracht. Das Video bewegt mich richtig. Es ist so tiefsinnig, dass ich fast weinen muss. Ja, ganz tiefes Video. Dann schauen wir uns jetzt gemeinsam an. So, Jetzt kommen da hier die Windgeräusche. Wunderschön grüner Baggersee. Übrigens, die Frisur, die ich damals hatte, die würde ich mir nie wieder so machen. Ganz, ganz gruselig. Das ist so überall so eine Länge. Ganz, ganz schlimm. Die Temperatur hat das einen Vorteil, der ist eigentlich nicht so Hier sonderlich hattest du kalt. noch coole Ja, Haare. so liegt man da eigentlich immer, chillt mit Kumpels. Letztes Mal hat man sogar einen Grill dabei. Und hier hat man sich einfach immer frisch. Da ist man nachmittags um 2 mit dem Fahrrad rüber und dann abends um 6 oder 7 erst wieder zurück gemeinsam. Das war eine echt coole Zeit. Teilweise hat man sich auch abends getroffen, haben einfach irgendwie zusammen eine Party gemacht. Einige haben hier sogar ihren Geburtstag gefeiert. Ja, also ich verbinde persönlich sehr schöne Erinnerungen mit dem See. Und es ist jetzt nicht so wie die Schule, dass der wegfällt, nur weil ich mein Abi geschafft habe. Ich kann ja immer wieder herkommen. Ich Und war, glaube ich, seit dem Abi nie wieder an diesem Baggersee. Also ich bin ja allgemein niemand, ich gehe allgemein nicht viel baden. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal an diesem Baggersee war. ich denke mir, ihr habt bestimmt auch irgendwie einen Baggersee so in der Nähe. Seid ihr da auch oft? Schreibt sie mal. Schreibt's mir mal, Freunde, ob ihr auch im Baggersee seid. Ja! Jetzt werfe ich die Steine ins Wasser. Aber ich habe mich damals übelst dafür gefeiert. Ich habe mich damals wirklich dafür gefeiert. Ich dachte mir, ja, okay, ich brauche jetzt coole Zwischenszenen. Komm, stelle ich mich mal in den See und werf Steine rein. Wie gesagt, dieses Video ist halt uralt. Man merkt einfach, dass es super, also dass ich halt noch super unerfahren war. Aber allgemein hinter der Message vom Video stehe ich immer noch. Also ist es nicht so, dass ich mich dafür irgendwie schämen würde oder so. Aber es gibt, ich habe halt so zwanghaft versucht, so einen Melancholiefaktor reinzubringen. Das ist an manchen Stellen halt sehr überspitzt, aber so prinzipiell hinter der Stimmung vom Video stehe ich eigentlich immer noch. Wir fahren zur nächsten Location und das wird ein Freizeitpark. Nein, ich habe keine Blätter in den See geworfen. Freizeitpark, wie nennt man das? Wie nennt man das? Nein, das ist kein Shindy-Instrumental. Baum. Das war von Kollega. Ein Park, ja, den wir in der Stadt haben, in meiner Heimatstadt. Und da gibt es Discgolfscheiben und da gibt es. Ja, im Park gibt es Discgolfscheiben übrigens. Discgolfbahn und den großen Schlittenberg, wo wir waren. Wo wir früher sehr viel Schlitten gefahren sind, alles noch Schnee lag, jetzt wird es langsam bei euch laut. Ich mache mal kurz für euch das Fenster zu, Das Auto haben wir übrigens dass immer ihr mich noch, ne? besser versteht. Und ja, das war auch extrem cool. Und ich würde sagen, schaut euch am besten gleich selber an. Die Bahn steht da übrigens immer noch. Da kann man so entweder mit dem Roller wie der oder mit dem Skateboard, ne, der fährt Longboard, gar kein Roller. Die steht immer noch.
Oh, eine Spende! Bitte guck dir mal deine ersten Channel News an oder dein Abo Special XD, falls man das requesten kann. NN war für eine Stunde kurz weg. Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. Kleiner als 3. Danke für deine Spende, Matthias. Super lieb von dir. Aber tatsächlich kann man nichts einreichen. Also eigentlich wollte ich nur kurz Pause von Fortnite machen. Und dann sind wir jetzt hier gelandet. Aber ich denke, wir können uns das ja für die Zukunft noch aufheben, immer mal wieder in alte Videos zu gucken. Ich bin mir auch relativ sicher, dass ich das ein oder andere Reaction-Video hiervon auch als Video hochladen werde, weil das, glaube ich, viele interessiert, nicht nur die Leute, die hier im Stream sind. Aber ich denke, das können wir in Zukunft, wenn ich eh mehr stream, mal aufheben, ab und zu immer wieder in alte Videos reinzugucken. So, ja, jetzt sind wir da im Freizeitpark, wie ich ihn genannt habe. Baum. Ich glaube, ihr merkt schon, es ist wirklich sehr schön hier. Man hört auch gerade die Vögel, und es ist also, wenn man Zeit hat, kann man hier echt runterkommen oder halt sich irgendwie sportlich betätigen. Ihr habt vorhin die Skater gesehen, hier ist eine Skateanlage, man kann Boccia spielen, man kann Disc Golf spielen, man kann einfach spazieren gehen mit seinem Hund, joggen. Also es ist, ich glaube, wenige Städte haben wirklich so einen Park, und ich finde es eigentlich echt cool, dass ich sozusagen die Möglichkeit habe, herzukommen. Ich bin früher viel mit meiner Oma hergekommen, wir haben hier viel gemacht. Ich glaube, ich war genau 2-mal mit meiner Oma in diesem Park. Heute bin ich aber tatsächlich wieder sehr auf dem Park. Falls ihr mir auf Instagram folgt, das soll jetzt keine unterschwellige Werbung sein, da habe ich ja öfter in den letzten Tagen immer wieder gepostet, wie wir Disc Golf gespielt haben. Und es ist genau der Park. Aber in den 3 Jahren von damals, wo ich das Video aufgenommen habe, bis heute, hat sich noch sehr viel verändert. Was ist Disc Golf? Disc Golf ist quasi wie normales Golf, also du hast Bahn. Du hast einen Abschlagpunkt und einen Korb und du wirfst mit Frisbee-Scheiben. Und du sozusagen, du wirfst eine Frisbee-Scheibe und wirfst dann von der Stelle, wo sie gelandet ist, weiter und versuchst sozusagen die Frisbee-Scheibe in den dafür passenden Korb. Also es ist wie Golf, bloß mit Frisbee-Scheiben. Das ist das Golf. Leider wohne ich halt nicht ganz in der Nähe, deswegen konnte ich jetzt nicht so oft. Also, gehen, um nochmal das klar zu machen, was ich sagen wollte. Heute bin ich öfter in dem Park als früher. So, das kommt in dem Video hier nicht so rüber. Ja, aber mal auf jeden Fall hier. Und ja, sieht man, hier geht das so ein kleiner Fluss durch. Da kann man auch irgendwie mit Luftmatratzen drüber schwimmen. Und ja, es war auf jeden Fall eine coole Zeit hier. Aber den Schlittenberg würde ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Ne? Und da gehe ich jetzt hin. Ah, jetzt kommt noch die Mario-Mucke. Nein. Eine Diskusscheiben, ganz normale Frisbee-Scheiben aus Plastik. War das Video geskriptet? Was meinst du mit geskriptet? Also, wir haben uns schon ein paar Gedanken gemacht, wo wir hingehen wollen, aber so bei diesen ganzen Passagen, wo ich hier rede, habe ich mir kein Skript oder so geschrieben. Also wir haben uns überlegt, okay, fahren wir zum Baggersee und fahren wir da und da und dahin, weil wir auch irgendwie ein bisschen einen Plan haben mussten, aber sonst alles, was ich so in dem Video sage, habe ich nichts geskriptet. Wieso heißt es dann Disc Golf? Man schreibt es mit C. Disc ist nämlich Englisch für Frisbee-Scheibe. Also D-I-S-C. Mich den Berg nach oben marschier. So melancholisch. Vor allem, wie lange ich die Szenen immer gelassen habe. Oh boy. So deep. Jetzt sind wir am Schlittenberg. Hier gibt es sogar eine Discgolfbahn runter. Die führt da hinten sozusagen lang. Da, die gibt es immer noch, geil. Ne? Von dem Berg hier, wo ich stehe. Moment, ich muss es euch jetzt hier mit dem Greenscreen zeigen. Da, von dem Berg, wo ich stehe, da führt dann, ich bewege mich mal, also eine Bahn, da wirft man wirklich von dem Berg runter und die Scheibe fliegt dann wirklich hier hinten. Hier hinten, ne, ist irgendwo der Korb. Das ist so eine ewig lange Bahn. Das ist ziemlich cool, von da oben die Frisbee-Scheibe runterzuwerfen. Sieht man nicht, egal. Auf jeden Fall hier geht sozusagen der Schlittenberg runter. Da hinten ist sogar noch so ein kleiner Teich. Swagger-Brille, die habe ich übrigens immer noch. Wie gesagt, also hier haben wir im Winter viel Zeit verbracht, wenn wir herkommen konnten. Und es ist heutzutage immer noch schön. Also ich glaube, ihr merkt, es ist wirklich sehr schön hergerichtet. Die Stadt kümmert sich auch darum.
Und oh, er wollte zwar nicht, aber hier ist dein Kameramann. Er sagte zwar, oh, ich hab mir nicht die Haare gemacht, ich will nicht ins Video. Ja, aber er hat nicht damit gerechnet, dass ich irgendwann selber Regie über die Kamera übernehme und dann jetzt hat er verkackt. ja gut, also dann habt ihr jetzt auch mal ein bisschen hier den Park gesehen. Und ich denke mal, dann werden wir jetzt mal zur Grundschule fahren. Entweder in die Halle, wo ich immer Handball spiele, oder nochmal auf dem Pausenhof oder ein bisschen die Schule zeigen. Obwohl sich die ziemlich krass verändert. Die Frisbee-Scheibe. Sollte auch für mich mal wieder interessant sein, da hinzugehen. Also, bis nein, danach zocke ich wieder. Ich skipp das mal. Sehr viel neu gebaut, weil dieses fette graue Gebäude hier, das stand noch gar nicht, als wir zur Schule gegangen sind. Gerade als wir in die 5. Klasse gegangen sind. Digi, mit deiner Frise solltest du mal ruhig sein. Hey, damals war ich mit meiner Frisur sehr zufrieden. Da wurde das gerade so aufgebaut. Ich glaube, es war ein Jahr später fertig, als wir in die 6. sind. Auch der Pausenhof hat sich krass verändert und mittlerweile ist noch alles vom Zäun. Früher kam man hier eigentlich immer ganz gut drauf, aber mittlerweile wird uns der Zugang verwehrt. Der Zugang verwehrt. Das ist eigentlich nur ein langer Gang. Das hinter mir, das weiße Gebäude, das ist so ein bisschen die Grundschulhalle, wo ich mal Handball spiele. Und jetzt hier direkt zur... Von euch ist gesehen recht, ne? Ist unser Kindergarten. Und der Wind. Wo ich hingegangen bin. Diese Steine, die standen noch nicht. So, und jetzt kommt gleich der Einbruch. Die Erinnerung leider versperrt. Dennoch war es echt eine geile Zeit, muss man sagen. Jetzt breche ich in meine Schule ein. So, ihr habt gerade gesehen, wir sind jetzt eingebrochen. Jetzt sind wir auf dem Pausenhof. Ist auch diese, das war die, ist also da, wo wir jetzt stehen, da ist man als ersten Zweitklässler hingekommen. Auf der anderen Seite ist noch ein kleiner Pausenhof, da sind aber die immer Dritt- und Viertklässler gewesen. Also man hat schon damals mies getrennt, rassistisch. Spaß. Ich nehme an, dass die sich nicht so prügeln, oder? Das, ich nehme an, dass die ersten Zweitklässler, wahrscheinlich, dass die Dritt- und Viertklässler die ersten Zweitklässler dissen. Ja, aber ich war eigentlich übrigens früher dissen. Dissen war mein absolutes Lieblingswort. Ich habe zu allem dissen gesagt. Wenn man Gegner in Mario besiegt, dissen. Wenn man Leute verprügelt, dissen. Immer dissen, dissen, dissen. Immer. Das ist der Typ auf dem Pausenhof. Also ich habe immer alle gedisst. Gedisst. Und vor allem mein Kameramann, der hat sehr unter mir gelitten. Ich habe ihm mal beide Handgelenke verstaucht. Das stimmt aber wirklich. Aber das ist eine andere Story. Das stimmt wirklich. Ich habe ihm mal beide Handgelenke verstaucht. Cool hier zu sein, hat sich aber auch viel verändert. Die kriegen total viel Spielzeug, was wir gar nicht hatten. Das ist echt unfair. Wir waren so Thug Life, so noch im Ghetto haben wir gelebt. nee, passt. Ist auf jeden Fall cool hier. Und ich glaube auch, dass wir das Ganze jetzt hier beenden. Jetzt haben wir den Kindergarten, die Schule, beide Schulen, Baggersee und Lümperpark. Ich glaube, das passt. Und ich bedanke mich vielmals fürs Einschalten. Ich bedanke mich bei Matze, dass er mir das Ganze gefilmt hat. Ich habe ihm auch eine Fanta gekauft dafür. Alter, ich bin so ein Gönner. Ich habe mir eine Fanta gekauft. Ich habe so ein bisschen den Eindruck bekommen, wo Matze und ich so aufgewachsen sind. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns irgendwann in einem anderen Video wieder, oder? Also, haut rein. Oh, schön.